Herzlich willkommen zur Politik-WM. Ich bin Leon von Politik für dich und in diesem Format treten 10 Länder gegeneinander an. Es geht immer um ein politisches Thema und heute schauen wir uns die Pressefreiheit an. Wo wird die Presse vom Staat oder anderen Playern eingeschränkt? Wo dürfen Journalistinnen und Journalisten frei berichten? Und wer wird am Ende Weltmeister der Pressefreiheit? Das alles erfahrt ihr in diesem Video. Beim Ranking berufe ich mich auf die Rangliste der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen. Die befragen jedes Jahr Journalistinnen und Journalisten weltweit in 180 Ländern und erstellen daraus die Rangliste der Pressefreiheit. Ich habe für euch 10 Länder herausgepickt, die in meiner Politik-WM gegeneinander antreten. Und jetzt seid ihr gefragt, was glaubt ihr, wie sind diese Staaten in der Rangliste geordnet, wo ist die Pressefreiheit am besten und wo am schlechtesten? Haltet das Video jetzt an und erstellt eure Top 10. Dann lehnt euch zurück und schaut, ob ihr Ahnung habt. Alles klar? Dann kann's ja losgehen. Den letzten Platz belegt China. Dort gibt es tägliche Briefings von den Parteimitgliedern, also von der Regierung, an die Presse, wie sie worüber zu berichten hat. Dabei werden Tabuthemen wie Menschenrechtsverletzungen einfach ausgelassen und Journalisten, die sich daran nicht halten, die da gegen den Strom schwimmen wollen, die landen im schlimmsten Fall im Knast. Im Moment sitzen da 100 Medienschaffende im Knast. Das ist leider trauriger Rekord in der Welt. Auch im Internet herrscht strenge Kontrolle. Facebook, Twitter, Instagram, alles gesperrt. Es gibt chinesische Alternativen, die werden aber vom Staat stark kontrolliert. Also alles sehr, sehr düster dort für die Pressefreiheit. Nur in Turkmenistan, Nordkorea und Eritrea sieht es noch schlechter aus. Deswegen landet China auf Platz 177. Neunter der Politik-WM ist die Türkei. Auch dort sieht es sehr schlecht aus, denn 90% der Medien sind mittlerweile von Erdogan und seinen Schergen kontrolliert. Der hat einfach die Medien dort Stück für Stück aufgekauft und hat so beim Großteil der Medien jetzt die Kontrolle, wie sie berichten sollen. Die tapferen restlichen 10% sind kleine Online-Medien, die noch Erdogan kritisch sind. Die müssen aber aufpassen, dass sie wegen ihrer Berichterstattung nicht im Gefängnis landen, was häufig unter dem Vorwand des Terrorismus passiert. Im Moment sitzen da 16 Medienschaffende im Gefängnis. Das waren zwar schon mal mehr in der Türkei, aber sind immer noch 16 zu viel. Nur knapp vor der Türkei auf Platz 8 ist Russland. Dort ist das Fernsehen die wichtigste Nachrichtenquelle. Das wird aber weitestgehend von der Putin-Regierung gesteuert. Auch im Internet wird sehr, sehr viel gestrichen. Zum Beispiel gibt es Webseiten, die einfach so runtergenommen werden können von der Regierung, ohne jeglichen Gerichtsbeschluss. Ab diesem Jahr möchte Putin sogar das Internet vom Rest der Welt abkoppeln. Ähnlich funktioniert das schon in China. Angeblich soll ihm das helfen, das Land vor Cyberattacken zu schützen. Es hilft aber praktischerweise auch, um Journalisten zu verfolgen und zu sehen, was da veröffentlicht wird. Platz 7 ist Indien, über die man selten was in den Nachrichten hört, obwohl dort dreimal so viele Menschen leben wie in der ganzen EU. Zuletzt war Indien in den Nachrichten wegen der schrecklichen Corona-Situation vor Ort. Davon haben wir hier viel gehört. In Indien selber durfte darüber nicht so frei berichtet werden. Es gab Tweets, die die Corona-Politik von Präsident Modi kritisiert haben, die dann einfach gelöscht werden mussten. Außerdem ist es ein Riesenproblem, dass der Nationalist Modi sehr viele radikale Anhänger hat, die einfach so, ohne dass sie Konsequenzen fürchten müssen, Jagd auf Journalisten machen, die nicht passend berichten. Das ist vor allem in ländlichen Regionen ein Problem. Insgesamt gibt es in Indien mehr kritische Journalisten als in Russland und in der Türkei, auch prozentual. Aber diese leben aufgrund dieser Stimmung, die der Präsident immer wieder anheizt, sehr gefährlich. Ungarn hat die schlechteste Pressefreiheit in der EU. Das ist eine traurige Entwicklung, denn vor 10 Jahren war Ungarn immerhin noch auf Platz 40 in der Rangliste der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen. Seitdem haben aber Orbáns Kumpel die Medienunternehmen einfach Stück für Stück aufgekauft und die berichten jetzt natürlich gut für ihren Kumpel Orbán. Auch die restliche Wirtschaft
ist mittlerweile so eng mit Orbán verbandelt, dass es Medien, die Orbán kritisch sind, schwerfällt, überhaupt Werbegelder zu bekommen und ihre Arbeit zu finanzieren. Es gibt zwar noch kleine, meistens Online-Medien, die Orbán kritisch sind, aber die erreichen nur einen Bruchteil der Leute in Ungarn. Die Pressefreiheit der USA war unter Trump enorm unter Druck. Trump hat sehr viel Hass gegen die sogenannten Mainstream-Medien geschürt, zum Beispiel so. And I want you all to know that we are fighting the fake news. It's fake, phony, fake. A few days ago I called the fake news the enemy of the people. And they are. They are the enemy of the people. Unter Biden hat sich die Lage etwas beruhigt. Das könnte auch daran liegen, dass Trumps Twitter-Account mittlerweile gesperrt ist. Das darf aber nicht zur Gewohnheit werden. Twitter-Accounts wie jetzt der von Donald Trump dürfen nur dann gesperrt werden, wenn wirklich Gefahr im Verzug ist, wie zum Beispiel nach dem Sturm aufs Kapitol, wo man befürchten musste, dass Trump die ganze Sache noch mehr anheizt. Was unter Biden genauso problematisch ist, ist der Umgang mit Julian Assange. Der veröffentlichte vor 10 Jahren interne Dokumente und Videos, die Kriegsverbrechen der USA belegen. Seitdem kämpft Assange gegen die Auslieferung. Im Moment sitzt er in Großbritannien in Haft und bei einer Auslieferung drohen ihm bis zu 175 Jahre Haft in den USA. Wir nähern uns dem Podium. Knapp vorbei ist Frankreich. Und zwar, weil es dort zum Beispiel Probleme beim Quellenschutz gibt. Quellenschutz bedeutet, dass Journalisten nicht offenlegen müssen, von wem sie bestimmte Informationen haben. Das ist vor allem bei heiklen Geschichten besonders wichtig. Weil, wenn Journalisten das offenlegen müssten, würde sich niemand mehr trauen, bei heiklen Geschichten mit Journalisten zu sprechen. Außerdem wurde in Frankreich ein neues Sicherheitsgesetz beschlossen. Da steht drin, dass Videos von Polizeieinsätzen nicht verbreitet werden dürfen. Das wurde gemacht zum Schutz der Polizisten, weil die in Frankreich immer wieder angefeindet werden. Allerdings stellt sich dann die Frage, wer schützt die Bürger vor der Polizeigewalt? Namibia ist das Land mit der besten Pressefreiheit in Afrika und damit bei unserer Politik-WM auf dem Podium. Es liegt daran, dass die Medien dort ausgeglichen zwischen Regierung und Opposition berichten und auch, dass die Gerichte unabhängig sind und zum Beispiel auch Urteile gegen den eigenen Geheimdienst, also gegen den namibischen Geheimdienst, fällen, um Journalisten zu schützen. Namibia ist in Afrika aber leider eine der wenigen Ausnahmen. Denn Afrika ist der gefährlichste Kontinent für Reporter. In vielen Ländern hat die Corona-Pandemie als Vorwand gedient, kritische Stimmen noch weiter zu unterdrücken. Besonders schlimm ist es in Libyen und Ägypten. Dann kommt Deutschland. Ja, es sieht wirklich nicht schlecht aus mit der Pressefreiheit in Deutschland. Das größte Problem ist die feindselige Stimmung, die Journalisten in letzter Zeit häufiger entgegenschlägt. Reporter ohne Grenzen hat 2020 65 Angriffe auf Journalisten gezählt. Das sind 5-mal so viele wie noch im Jahr davor. Und ein Großteil dieser Angriffe passiert auf den Querdenker-Demos. Lügenpresse! Zum Beispiel erinnert ihr euch vielleicht noch an den Fall von Abdel Karim. Das ist ein Reporter der Heute-Show. Der hat von einer Hygienedemo berichtet und wurde dann auf dem Rückweg, als er mit seinem Team unterwegs war, von maskierten Leuten angefallen und 6 ZDF-Mitarbeiter wurden dabei verletzt. Und genau solche Vorfälle sind es, die die Pressefreiheit noch leicht einschränken in Deutschland und die auch dafür sorgen, dass Deutschland im Vergleich zum Vorjahr 2 Plätze verloren hat. And the winner is Norwegen. Woran liegt das? Erstens, es gibt dort ein Öffentlichkeitsgesetz, was es Journalisten einfacher macht, auf staatliche Dokumente zuzugreifen. Das ist also alles ein bisschen transparenter. Das ist auch in Schweden und Finnland der Fall, die Platz 2 und 3 belegen in der Rangliste. Außerdem sind in Norwegen mehr Menschen dazu bereit, Geld zu bezahlen für Journalismus und es gibt eine stärkere Förderung vom Staat für Journalisten. Und Geld erleichtert natürlich die Berichterstattung und bringt im Endeffekt ein breiteres Angebot für die Leute und damit auch mehr Pressefreiheit. Wie fühlt es sich an, aus dem Gewinnerland zu sein? Ich habe einen Interviewpartner. Und zwar Mr. Haaland.
Your homeland Norway is World Cup winner in the category Freedom of the Press. How are you feeling? I feel very good. What's the secret of Norway? To work hard. Do you think other countries can reach the same level of press freedom as Norway? I hope so. Da kann ich ihm nur recht geben. Das hoffe ich auch. Jetzt seid ihr gefragt, was glaubt ihr, wie entwickelt sich die Pressefreiheit in den nächsten Jahren? Wird sie besser in den meisten Ländern oder seht ihr eher schwarz? Schreibt es mir in die Kommentare und lasst gerne ein Abo da und einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und wenn ihr mehr erfahren wollt über die Pressefreiheit in der Welt, dann geht einfach auf die Website von Reporter ohne Grenzen. Dort könnt ihr auch für mehr Pressefreiheit spenden. Vielen Dank und macht's gut. Bis zum nächsten Video.